Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich ganz herzlich am Samstag, den 18.06.2022, zu deinem Channeling der Woche. Ich spüre ganz deutlich, das kann ich dir schon verraten, dass es um die Liebe geht. Und was und worum es in der kommenden Woche genau geht, das verrät dir der Engel, der sich heute meldet. Nach dem Intro. Bis gleich. Meine geliebten Freunde, meine geliebten Menschenseelen, ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Mein Name ist Erzengel Raphael und wir Engel sind immer an eurer Seite. In der kommenden Woche möchte ich dir helfen, alle Aspekte deines Liebeslebens in die Heilung zu bringen. Das, was du tun kannst, ist dich zu öffnen, dein Herz zu öffnen, für mich und für die Engel der Heilung. Damit ich mein smaragdgrünes Licht dort hineinfließen lassen kann. Bitte mich für dich um Unterstützung. Bitte mich um Hilfe und ich bin für dich da. Wir sind für dich da. Mit all unserer Liebe, unserer Kraft und Inbrunst. Es geht darum, die Liebe im Leben wieder zuzulassen. Und ja, wir Engel der Heilung können sehr heilsam auf dein Liebesleben einwirken, wenn du es willst. Es ist der erste Schritt, dass du wirklich sagst, ich liebe mich selbst. Wenn du dich selbst vollkommen liebst und die Selbstliebe zulässt, dann wirst du mit dir glücklich sein. Dann kommst du in einen Zustand, wo jemand anders gar nicht mehr notwendig ist. Er ist dann das Sahnetüpfelchen obendrauf. Du bist schon vollkommen perfekt, du bist gut geschaffen und du brauchst niemanden für dein Glück, außer dich selbst und den Schöpfer, die eine Quelle, die dich erschaffen hat. Mehr ist nicht nötig. Wenn ein anderer Mensch an deine Seite kommt, um dich zu ergänzen, um dich noch perfekter zu machen, noch perfekter geht ja gar nicht, weil du schon perfekt bist, aber um dich noch glücklicher zu machen, es ist wunderbar. Und du bist ein soziales Wesen und darfst auch keine Angst davor haben. Der Mensch ist nicht zum Alleinsein gemacht. Aber wenn du wirklich vollkommene Liebe erfahren willst, so beginne dich, um dein Leben zu lieben, wie es ist. Kannst du das? Nein, noch nicht. Das verstehen wir. Das verstehen wir Engel sehr wohl und sehr gut. Denn unsere Liebe bewertet dich nicht, sondern wir nehmen dich an, so wie du bist. Und wir nehmen dich an die Hand, um dich zu führen und dich zu begleiten. Jedoch, wenn du dir die Resonanz in deinem Inneren änderst, erst dann kann sich dein Außen ändern. Wir können dir jedes Glück vor die Füße stellen, jedoch wenn du nicht in Resonanz dazu stehst, wirst du das Glück nicht sehen. Unser Ziel ist es aber, dass du lachst, dass du fröhlich bist, dass du in der Liebe schwingst und dass du auch eine wunderbare und wundervolle Liebesbeziehung an deiner Seite hast. Die Liebe darf in dein Leben, die Liebe soll in dein Leben. Erlaube uns, sie zu dir zu tragen, in vollkommener Liebe zu dir, zu euch Menschen. Euer Freund, Erzengel Raphael. Haben dich gerade die Worte Raphaels genauso berührt wie mich? So tief, unser Freund, nicht wahr? Eine so schöne Energie, eine so liebevolle Energie. Lasst uns beten. Geliebte, urliebe Lichtquelle, danke für diese Botschaft. Meine Liebe und mein Herz stellt dich über alles auf der Erde, mein geliebter Schöpfer. Und ich bitte dich, lehre mich, auch mich selbst, genauso zu lieben, wie ich bin. Lehre jeden Menschen dort draußen, sich genauso zu lieben, wie er ist. Und führe uns auf einen Weg der absoluten, bedingungslosen Liebe. Danke, und so ist es. Die urliebe Lichtquelle, sie segne und beschütze dich. Sie lasse ihre liebe Lichtenergie tief in dein Körper, Geist und Seelensystem hineinfließen. Berühre dich in jeder Zelle deines wunderschönen Körpers, tief in deiner Seele. Führe, begleite und beschütze dich auf deinem Weg zur Erleuchtung. Liebe und Licht und bis morgen. Udo Golfmann. Tschüss.